I'm a Barbie Girl in a Barbie World. So, und auf Rücksicht auf eure Ohren und die meiner Mitspieler war es das auch schon wieder. So, ja, ich fahre eine Isetta. Letni fährt eine Isetta. Perücke fährt eine Isetta. Falken fährt eine von seinen 5 Isettas. Und Alex. Alex fährt eine Isetta. Warum tun wir das? Weil wir böse Racer waren. Und irgendwas an unseren Autos hatten, was nicht regelkonform war. Ich glaube, bei mir war es ein, was unter anderem mal ein Golf 2 mit einem VR6-Fob, der eigentlich irgendwie dann doch nicht genehmigt war. Ja, aber ihr wisst jetzt schon mal, wer mitspielt, zumindest auf der Racer-Sicht. Mal eine etwas andere Vorstellungsart. Wir schwenken mal zu den Cops rüber. Die stehen hier nämlich in 2 Broncos, die ein bisschen stark geraten sind. Ihr kennt das, wir spielen Flugplatz. CVR habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Aber ja, was sollen wir auch sonst machen? Naja, auf jeden Fall werden die Broncos gefahren von CarPlayer und Björn. Hallo an euch Eule. Hallo. 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 So, ja, und bevor wir jetzt anfangen, würde ich sagen, Falken, wie fühlt es sich an in der Isetta? Was soll das jetzt wieder? Yes. Naja, du hast hier noch 4-mal vor dir, wenn es denn, also, ne? Komm, das ist eine Lüge. Du weißt es genau, dass das eine Lüge ist. Immer werden mir hier Setters aufgepumpt. Und damit würde ich sagen, wir starten mit I'm a Barbie Girl. Le Mans Start. Frühstart. Ah. Dafür habe ich einen Kreis gedreht. Komplett die Drag Race. Nein, jetzt bin ich ganz hinten. Wartet auf mich. Oh, die Broncos Nehmt dürfen doch los. Barbie mit. Ihr könnt Barbie doch nicht zurücklassen. Nehmt Barbie mit. Hallo, wartet auf mich. Ich komme im Windschatten mit meinen Nagel nicht dran. Hallo, nehmt mich mit. Alter, wir gingen aber nur. Scheiße. Ich habe auch keine 5 halt wollen. Nebenbei, wir fahren die Isetta komplett stock. Und komplett durch und wir bleiben ja nur auf der Landebahn, bis einer mindestens festgenommen ist. Das heißt, wir fahren auch Kolonne wieder zurück. Wie wir dann Feigling. Genau. Wer weicht zuerst aus? 3. Ich habe ganze 88 km/h. 1. Go. Ja, die werden sowieso. Ey, Letty, was ist das jetzt? Nee. Oh. Oh. Oh oh. Oh oh, 2 Broncos. Ui. Irgendeiner wurde auf einmal bei über 200 ist im Rückwärtsgang. Flucht. Oh nein. Es hat mir tatsächlich 11% Motor gegeben. Hat mein Getriebe zu 60% gekillt. Ah. Ja. Nicht, dass die Isetta vorher schnell war oder schnell geschaltet hat, aber jetzt schaltet sie wie und zieht zur Seite wie. Nein, da kommt ein Bronco. Und auf einmal bist du im Rückwärtsgang schon wieder schneller als im Vorwärtsgang. Motorschaden, was ist das? Es ist witzig, weil man kann den Broncos einfach ausweichen. Also ich habe 87% Getriebeschaden. Ich habe jetzt den ersten Gang erreicht. Ihr wisst, wann ich eben geschrien habe, dass mich der Bronco erwischt hat. Wer hat die rote Isetta? Ich. Oh, der hat dich jetzt aber gerade voll erwischt, oder? Ja, aber null Motor. Hey, warum habe ich nur noch einen Genossen auf der Landebahn? Ja, das bin ich. Wo ist der Rest? Komm, wir machen Regatta um den Kreis. Das in den ersten Gang schalten, das dauert halt so. Und dann kommt gleich der nächste Bronco wieder. Hallo. Ja, schalte den ersten. Die halbe Stunde kriegen wir voll.
Ich sehe da vorne noch zwei Lichter, das gefällt ich, mir. Ich habe inzwischen 49 Motor und 98 Getriebeschaden. Alex, lass uns mal hier ganz an den Rand gehen. Wir sind das immer noch jetzt auf der 100 Getriebe sein. Ist man mit 100 Getriebe und 80 Motor dann eigentlich auch raus? Nein. Nein. Nö. Ah, jetzt hat er auch mal einen Rückwärtsgang geschaltet. Jum. Machst du da? Da? René. Ja, ich setze mit 88% Motorschaden und 100% Getriebeschaden. So, 100 Motor, ich bin raus. Yes, let's go, wir können Offroad. Oh, ich verstecke mich mit den großen Sprung hinkriege. Ich verstecke mich unter einer Blume, dann sehen sie mich nicht. Nein, lass mich. Ja, nee, sie nicht. Nicht mich. 20 Motor. Nein. Hier gibt's nichts zu schauen, Leute. Ich bin hier nicht verloren. Ach du Scheiße. Da muss man ja echt aufpassen, dass der Grashalm einem nicht ausbremst. Nee, fokus mich irgendwie. Okay, sie haben mich. Huch. Das Ciao. Sollten wir nicht hören. Oh, das ist keine Viel Kühe. Spaß euch. Jo. Jo. Leute. Bitte? Hallo. Ich komme den Weg, die Rennstrecke nicht hoch. Letny, was hast du getan? Ja, die haben mich halt. Mensch. Das wird eine verdammt schnelle Folge, hä? Wir warten die volle Zeit ab, ja. Ich bin mit 89 Mod hier rumgegangen. Letny, wir gehen nicht auf Falken. Das geht ja so schnell. Ich fahre Richtung Rampe. Und habe auch einen. Nicht getroffen. Richtung Rampe, ganz links. Ist auch Perücke oder was? Ja, von euch links. Bam! Sorry. Ja, ich geh mich mal reparieren. Wo ist er denn? Ach da, hey, gib mir auch mal die Setter zum Spielen. Lass mich auch noch was, solange es noch lebt. Ich komm. Ja, lass ihn mal ein bisschen fahren, auf der Straße so. So, und jetzt schieben wir ihn an. Seid ihr noch auf dem Moorfeld? Ja. Dann will ich in Deckung gehen. Bei mir bist du einfach durch ihn durch. Ne, ich habe ihn doch nur gestreffen. Hätte ich ihn getroffen, ich hätte über 300 drauf. Das wäre übel geworden. Der wäre hinten durch die Rampe geflogen. Weg, 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 weg. Ah, verfehlt. Okay, können wir das so machen? Einer holt Schwung. Nee, okay, dann packen wir sie dazu. Wo ist er denn? Der kommt zwei. Raus. Hallo, oh. Was willst du? Weil er so klein ist. Er hat sich hinten rangestellt.
Oh, oh, der ist tot. Der ist tot. Der ist tot. Ist jetzt nur noch Falken oder ist so? Ja, jetzt ist nur noch Falken. Perücke, wir gehen nicht auf Falken. Also wir haben nur noch Falken. Wir suchen jetzt und fahren neben ihn her. Also, der ist im zweiten Hangar auf der linken Seite. Nicht angreifen, nur nebenher fahren erstmal. Fährt runter Richtung dritte Halle, Richtung Hangar. Sodass er ist das jetzt am Tower. Sodass er das genießen kann. Dass er meint, er hängt uns ab. Ist jetzt ich repariere mich hinterm Tower. Dann in der... Ja, Falken, wenn du da siehst, wenn du denkst, du spielst mit uns, jetzt spielen wir mit dir. Nee, mach ihn nicht kaputt. Ja, was gab's heute bei euch zum Mittagessen? Etwas, was ich ganz gern hab. Was wäre das? Kartoffeln und Quark. Kartoffeln und Quark? Mit, muss man nicht haben. Fisch quasi, oder? Nee, Speisequark. Noch nie gegessen. Speisequark, muss man auch nicht. Vorsichtig, du machst ihn noch kaputt. Ja, ich hab den nicht gesehen. Backofenkartoffeln kenne ich wohl, so Aluminiumfolie, Kartoffeln Aluminiumfolie mit Sourcream, ja. Das kenne ich wohl. Und da denken sie jetzt wahrscheinlich, was machen die jetzt die ganze Zeit? Morgen weggekriegt, das ist hier besser. Aber nicht, dass da überlebt dann, ne? Nee, wir haben ja noch 20 Minuten. So, versuchen den immer auszubremsen oder dass er dann. Ja, der macht das echt gut. Ja, voll schwer festzunehmen. Ja, guck mal, der schubst mich weg. Der schiebt mich weg. Ey, pass auf! Der schiebt mich weg, guck, boah, voll gegen die Wand gesetzt hat er mich hier. Hey! Oh, der Zaun hat er nicht aufgehalten. Ich hab den Bronco ausgebremst. Achso, wir sind ja gegen die Isetta, ne? Oh, ist schon wieder dagegen. Der ist in mich reingefahren. Der fährt gleich freiwillig gegen irgendwelche Wände. Au! Obwohl, so ein bisschen Getriebeschaden können wir ihm machen, dann wird's vielleicht noch nerviger. Schaltvorgänge, oder? Ja. Haben die Cops dir Getriebeschaden gemacht? Ja. Boah, ist uns entwischt. Lass ihn mal auf Landebahn und dann kann einer mal Schwung holen und ihn mal so auf 300 beschleunigen. Ich wollte ihn gerade einkeilen. Ist er uns entwischt etwa? Ah, nein, das ist ja... Verdammt, das ist ja. Wo ist er denn jetzt hin? Jetzt ist er noch abgehauen. Ich gerade wieder hochzuschieben. Sind am letzten Hangar auf der linken... Ja, der linken Seite. Also weiter links davon noch. Offroad-Weg. Ich schiebe ihn jetzt aber zum Hangar hin. Nein. Er ist ja so schnell unterwegs. Verlieren wir ja glatt. Jetzt sind wir am Hangar. Hangar linke Seite? Hangar linke Seite, letzter Hangar. Jetzt sind wir gleich auf dem Rollfeld. Jetzt. Soll ich mal vom. Da ist der Zwerg. Mach mal hinten frei. Ich nehme mal Anlauf von. Oh, Alex! Ich bin nicht sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Er ist beim Flugzeug! Nimm die mal in die Mitte, ich komme jetzt mit Anlauf. Und wer ist hinterm Tower jetzt? Ach, das geht nicht von mir. Kommt jetzt am zweiten Hangar raus. Ist jetzt hinter dem zweiten Hangar, fährt jetzt durch den zweiten Hangar durch. Richtung Rolf. Uch. Lass mal raus. Schnell, festsetzen. Der ist durchgebaut. Jetzt haben wir noch nicht mal festgesetzt bekommen. Und jetzt, bis wir geschaltet haben. Oh, der hat mich angerammt. Das gibt's nicht, sowas. Oh, komm, ab aufs Rollfeld mit dir. Okay, ich fahr schon mal zur Rampe. Halt ihn in den Rollfeld. Genau, wollen wir mal. Lass mal versuchen, dass wir ihn in den Sprung schmeißen. Okay, dann schiebe ich ihn mal. Nicht hinfahren. Ja, will der ausrichten? Rechts, links, Bronco. Oh, der hat mich voll gegen den Baum geschoben. Nein, das ist ja gemein von ihm. So. Ja, der darf nie wieder Racer sein. Also, versucht ihn mal auf die Landebahn zu kriegen. Oh, jetzt habe ich ihn befreit. Oh Mann, René. So, Landebahn.
Vorne. Au. Wo ist der hin? 36 Motor, ey. Schon wieder Kopfkiller unterwegs. Ah, ich hab den. Oh, der ist unter dem Flugzeug drunter durchgefahren. Diese Wendigkeit, ich komme damit nicht klar. Oh, der hat nicht geschoben, ey, was soll da? Und er denkt sich, siehst du, beim Schweizer Militär lernst du noch was. Oh, Achtung, er entwischt. Ach Quatsch, wir lassen die Leine nur ein bisschen locker. Er hätte durch die Röhre fahren können. Er denkt sich jetzt auch bestimmt, na toll. Alle anderen machst du schnell kaputt und... Bei mir brauchen sie ewig. Ja. Ja, so jetzt mal ab in Richtung Sprung mit ihm. Nein, mach ihn frei! Auf, ich hab mich verschaltet. Aus Versehen bin ich in Rückwärtsgang, verdammt. Ah, da hat er doch noch die Lücke gefunden. Hier den Sprung da. Oh. Oh, ja. Rückwärtsgang. Oh, jetzt ist er durchgebuggt. Er hat aber auch Skills. Na, Schweizer Militär halt, ne? Ja, ja, da. Ja, die Schweizer Mini-Isetta. Kriegst du einfach nicht kaputt, das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser. Guck, jetzt hängt er uns einfach hier unterm Flügel ab. Nein, doch nicht. Ey, was soll das? Boah, fast ins Haus. Was war das vorbeigeflogen? Er gibt aber auch nicht auf. Unfassbar, der ist nicht zu kriegen. Nee, der ist selbst mit der Isetta unschlagbar. Ja, das ist wie als wenn wir da Max reinsetzen. Oh. Baum. Der hat mich weggedrückt. Oh nein. Schaut mal nach der Zeit, nicht? Ja, ich hab dreimal laufen. Noch ist lustig. Oh, vielleicht nicht für Falken, aber... Wendet er einfach noch so. Los, Richtung Sprung jetzt mit ihm. Komm mit dieser Wendigkeit nicht klar. Au. Nein, er fährt in die falsche Richtung. Ja, weil ich ja auch die ganze Zeit hin und her geschoben werde. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Ne, komm, wir müssen ja wohl die Isetta mal da in Richtung Sprung bringen können. Aber jetzt, nein. Ich nehme nochmal Anlauf, ich guck, wo ihr seid. Rechter Hangar ganz hinten. Letzter Hangar, zwei rechte Seite. Jetzt ist er aus. Ne, noch nicht. Nee, jetzt nach rechts mit ihm. Ich gehe rechts hin, nehme die rechte Seite, dass er nicht abhauen kann. Ich gehe. Einer zum Anschieben. Ey, wo ist der linke Bronco? Ja, ich habe noch nicht gesehen. Wer hat denn seine linke Flanke freigemacht? Wo ist jetzt er denn? Nur schieben, nicht rammen. Genau. Schön vorsichtig. Nichts kaputt machen. Er schiebt mich weg. Nein. Nein. Ich möchte jetzt nicht hören, wie er am Mikrofon abgeht. Außer halt schon. Ja, nächste Runde. Aufschreiben gleich. Ist rausgefahren aus dem Gebiet. Ja, lass ihn wieder reinkommen. Komm von der anderen Seite. Machen ja wirklich die Setter bald raus, quasi, ne? Ja. So, jetzt komm. Einer rechts. Nee, schieben. Oh, verdammt. Oh, jetzt kommt er schon wieder. Macht er schon wieder Meter gut, von der Sprungschanze wegzukommen. Ich komm von vorne. Wow.
Wir müssen wohl die Setter da zum Sprung kriegen. Sprung ist zu weit. So, einer links hier übernehmen, einer links übernehmen, der ist schon... Wo ist er denn? Aber vorsichtig jetzt. Und da kommt einer mit Karacho von wegen vorsichtig. Genau, jetzt hier so eine Bronco-Front. Wo ist er? Kann ich von hinten anschieben? Ja, du hast uns gerade alle weggeschoben. Ich bin doch noch gar nicht bei euch. Okay, irgendwer hat uns gerade alle weggeschoben. So, ah, das gibt's doch nicht. Ja, so 30% Motor. Kein Getriebe, ja. Keine Lenkung, gar nicht. Könnt ihr mir einen Gefallen tun, wenn ein Bronco dran ist, dann nicht den Bronco angreifen. Wurde jetzt bestimmt schon dreimal von einem Bronco von der Isetta weggeschubst. Nicht zu dolle, sonst macht ihr ihn kaputt. Ja, wenn wir nicht den Sprung runterkriegen, dann zählt die Isetta für ihn einfach nicht, oder? Nicht zu viel schieben. Genau, genauso. Das sieht genau sehr gut nicht, aus. Nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel, nicht zu viel. Nicht zu viel. Jetzt auf den Sprung, auf den Sprung, auf den Sprung, auf den Sprung und jetzt Anschwung! Ich hol mal Balken runter. Hol dir mal rüber. Mensch, Balken! Du bist ja selbst in der Isetta unschlagbar! Oh, jetzt redet er nicht mehr mit uns. Oder ist gemutet. Balken! So, jetzt. Du bist ja selbst in der Isetta unschlagbar. Mann, das ist doch unfair. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel Spaß machen würde. Oh Gott. Ja, du hast ja noch hier. Sag ich dir, dass ihr euch das antun wollt? Uns hat Spaß gemacht. Das war mega unterhaltsam. Ja, und wenn ihr sagt, wir sollen öfter mal verbotene Autos fahren, damit wir mehr Isetta fahren, dann schreibt mal Hashtag Isetta fahren in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, sind wir erstmal raus. Guckt auf jeden Fall in die anderen Sichten. Kleine Werbung. Ihr könntet euch auch anhören, wie Falk sich wirklich verhalten hat, als wir mit ihm gespielt haben. Und von daher würde ich sagen, sind wir erstmal raus. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.